Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zu einem weiteren Adventskalender-Türchen für den Adventskalender für World of Tanks 2019. Heute haben wir den Premium Bulldog der Deutschen und wie immer wird es den vermutlich in einem Angebot im Premium Shop geben mit allerlei extra Sachen, deswegen etwas kostspielig oder halt in-game für Gold, wo es dann nur den nackigen Panzer gibt. Die Runde hier gleich vorneweg. Sie ist nicht repräsentativ, sondern es ist eine sehr, sehr gute Runde, die mir Shai hier geschickt hat. Er macht hier den First Spot auf einer sehr ungewöhnlichen Position und schafft es gleich mal, dass der ELC da im Grunde rausgeht oder auf jeden Fall gut Damage frisst. Tier 8, Premium leichter Panzer der Deutschen, eigentlich ein amerikanisches Fahrzeug, ist halt ein Walker Bulldog. Aber wie gesagt, den gab es mal, ist noch ein alter Light und den gab es mal zu den Grand Finals. Als Premium zu kaufen. Gucken wir uns die Kanone an. 182 Pen auf der AP mit mäßigen Fluggeschwindigkeiten. 250 Pen auf der Heat. Das ist die Premium. Beide Granatentypen haben 240er Alpha. Er hat eine sehr, sehr gute HE, von der man durchaus ein paar mitnehmen sollte, denn die hat 102 Pen. Genau genommen ist es eine HEP. Und wenn die durchschlägt, hat sie 320 Alpha. 0,38 die Genauigkeit, 1,8 Sekunden die Einzielzeit. 6,6 Sekunden der Reload. Die Soft Stats sind für Lights auf der Stufe die schlechtesten, aber sie sind trotzdem noch sehr, sehr gut, muss man sagen. 8 Grad Gun Depression, einen sehr guten Top Speed von 72,4 pro Stunde, Kilometer pro Stunde, 24 rückwärts, auch das ist gut. Das Leistungsgewicht dadurch, dass es noch ein alter Light ist, also der nicht überarbeitet wurde, weil es ein Premium-Panzer ist, schlecht mit 21,28 PS pro Tonne, 1100 Hitpoints, 400 Meter Sichtweite. Und ja, Panzerung, es ist ein leichter Panzer. Also er kommt nominell auf, ich glaube, 25 mm und effektiv sind es dann an manchen Stellen vielleicht mal 35. Aber ganz ehrlich, es ist ein Light. Er hat keine Panzerung. Die Mannschaft, Kommandant, der gleichzeitig Funker ist, Fahrer, Richtschütze, Ladeschütze. Damit könnt ihr nicht viele Mannschaften in diesem Light leveln, der Deutschen, denn nur die 9er und der 5er, die 5er Mannschaft passen hier exakt rein. Bei den anderen Lights, bei den Deutschen, habt ihr das Problem, dass die Crew-Layouts doch schon teilweise ziemlich anders sind oder dann nicht so richtig passen. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, den als Crew-Trainer zu benutzen. Was baut man in den ein? Optiken, Ansetzer und dann kann man sich überlegen, ob man halt eine Lüftung oder einen Stabi mitnimmt. Je nachdem. Es ist ein leichter Panzer, der durchaus Damage machen kann. Also eher dafür auch gedacht ist. Er ist halt relativ groß, hat damit auch mit den schlechtesten Tarnwert der 8er Lights. Das muss man bedenken. So ein First Spot, wie Shine gemacht hat, kann auch gut und gerne mal schief gehen. Er hat zwar einen guten Top Speed. Das Problem ist allerdings halt, dass er ein relativ schlechtes Leistungsgewicht hat und deswegen im Zweifelsfall doch zu spät oder später als andere leichte Panzer in den wichtigen Positionen ankommt. Wenn man jetzt mal so ein bisschen den Vergleich zum Beispiel zum HWK-30 macht, das ist der andere Premium-Light der Deutschen, dann muss man eigentlich sagen, dass man, wenn man die Auswahl hat, dann nehmt den HWK-30, denn rein von den Stats her ist der ein bisschen besser. Der hat zwar leicht schlechtere DPM, die Standard-Pen-Werte ist aber ein bisschen besser. Er schießt standardmäßig APCR, damit fliegen die Granaten auch ein bisschen angenehmer. Er hat den gleichen Vorteil der HEP-Munition, also diese gute HE. Die Soft-Stats auf der Kanone sind besser, die Genauigkeit ist ein bisschen besser, dafür die Einzielzeit schlechter beim HWK. Er fährt fast genauso schnell mit 70 Kilometern pro Stunde, hat natürlich auch das bessere Leistungsgewicht, weil er schon ein Light der neueren Klasse ist. Dementsprechend kommt er besser aus dem Knick. Panzerung nominell ein bisschen schlechter beim HWK, der Tarnwert ist ein bisschen besser. Und er hat tatsächlich nochmal 10 Meter mehr Sichtweite als der Bulldog hier. Also von daher, wenn ihr einen besseren deutschen Light haben wollt, müsst ihr tatsächlich auf den HWK-30 warten. Allerdings ist der Bulldog auch nicht schlecht. Das ist ein Light, mit dem man durchaus in der Lage ist, Damage zu machen und zu spotten. Und das ist wirklich angenehm. Auch der Alpha ist angenehm. Gerade auch, wie wir hier nochmal sehen, in Verbindung mit dieser guten HE-Munition, ist das wirklich ziemlich, ziemlich nice. Es ist auf jeden Fall kein schlechter Panzer. Aber es ist jetzt auch, sag ich mal,
wenn man das von den Lights her sieht, es ist kein ELC, ne? Oder es ist kein LP. Die, also LP-432, der ja auch ein Panzerungsmunder ist für die Lights. Und der ELC natürlich, der IWE-90, mit seinem extremen Tarnwert eher so ein Passiv-Scout ist, der natürlich extrem über den Tarnwert lebt, was der hier halt einfach nicht kann. Wie gesagt, der Tarnwert auf dem ist mit der schlechteste bei den 8er Lights. Trotzdem, wie gesagt, kein schlechtes Fahrzeug. Das Angebot muss man halt am Ende sehen, was es kostet. Wenn ihr Lights mögt und den noch nicht habt, dann kann man den sich durchaus in die Garage stellen oder man wartet halt auf den HWK-30. Am Ende ist es jetzt ein Fahrzeug, was man auch am Ende wie alle anderen nicht unbedingt braucht. Und wir kennen ja auch, dass die Angebote im Adventskalender nicht unbedingt ja insgesamt die günstigsten sind. Natürlich, das Paket so gesehen ist schon günstig, aber es hat einfach viel Geld, was man dann ausgeben muss. Trotz, dass Shai hier am Ende noch rausgegangen ist, hat er hier wirklich eine sehr, sehr gute Runde hingelegt. Wie gesagt, das ist keine Referenzrunde. Das ist natürlich auch, die Karte war optimal. Am Anfang hat alles wunderbar funktioniert. Trotzdem, wie gesagt, es ist ein guter Panzer. Aber das ist, wie gesagt, jetzt keine, ja, keine Referenzrunde. Wir sehen, er macht die zweite Gunmark. Er bekommt das Panzerass. Er bekommt den Speer, den Schläger, das wirkungsvolle Unterstützer, Großkaliber. Er macht insgesamt 3900 Schadenspunkte. Ist damit der Beste aus seinem Team. 3 Kills, 1296 Basiserfahrungspunkte. Und er hat halt nebenbei auch gescoutet. Also der Bulldog hat einfach den Vorteil, er kann halt gut Damage machen. Und er hat den Light-Vorteil, er spottet halt nebenbei auch relativ gut. Und diese Kombination macht ihn halt echt angenehm zu fahren, ähnlich halt auch wie den HWK-30. Ja, Premium-Verbrauchsgüter etc. pp. Hier oben stimmt wieder irgendein Wert nicht. Sichern ihm hier am Ende 88.900 Credits. Also ja, mit der Runde kein Wunder. Es ist ein Light, es ist kein Credit-Maker, also... Klar, es ist ein Premium, der verdient schon seine Credits, aber ich habe es ja auch schon so oft jetzt gesagt, wenn ihr was sucht, was Credits verdient, dann schaut eher bei den Heavies, das sind in der Regel die besseren Credit Maker. Und insgesamt sind es hier 10.109 Erfahrungspunkte. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Natürlich interessiert mich auch eure Meinung zu diesem Panzer. Lasst es mich gerne wissen. Ist es für euch mal ein Angebot, worüber man... sich freuen kann, oder sagt ihr, ach nee, schon wieder ein Achter, ja, schon wieder ein Achter, lasst es mich gerne wissen, mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer, 122er, Danny, Krongsturm, Ködö, Kulle und Parsival, und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos, macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.